Willkommen bei So geht das. Ich bin Kim und ich zeige euch heute, was man beachten sollte, wenn man sich so richtig fies betrinken will. Wir wollen hier keinesfalls zum Alkoholmissbrauch auffordern. Der beste Tipp gegen die Folgen von Alkohol ist es, gar nicht erst zu trinken. Aber machen wir uns nichts vor. Jeder Deutsche trinkt im Schnitt pro Jahr 325 Flaschen Bier, 27 Flaschen Wein, 5,5 Flaschen Sekt und 7 Flaschen Schnaps. Ich meine, das entspricht etwa einer kompletten Badewanne randvoll gefüllt mit alkoholischen Getränken. Also wenn ihr schon trinken müsst, dann geht wenigstens methodisch vor. Wer eine lange Nacht vor sich hat oder weiß, dass der Onkel wieder versuchen wird, einen bei Großmamas Geburtstag unter den Tisch zu saufen, sollte sich ein wenig wappnen. Die halbe Miete bei einer ordentlichen Sauftour ist die Vorbereitung. In diesem Fall heißt das, für eine anständige Grundlage zu sorgen. Trinkt viel Wasser und esst ein Käsebrot, eine Pizza oder sonst etwas Nahrhaftes, das viel Fett, Kohlenhydrate und Salze enthält. Kalorien braucht ihr an dieser Stelle nicht zu zählen. Was ihr euch danach an Kalorien in Form von Alkohol reinhaut, geht eh auf keine Kuhhaut. Während des Saufens gibt es nur eine Sache, die ihr beachten müsst. Trinkt ihr noch nicht alkoholische Getränke? Zieht euch nach jedem Long Island Iced Tea ein Glas Wasser rein oder trinkt abwechselnd ein Glas Bier und ein Glas alkoholfreies Bier. Und mit dem Glas ist natürlich mindestens dieselbe Menge gemeint, die ihr euch vorher in Form von Feuerwasser hinter die Binde gekippt habt. Da Alkohol stark dehydriert und diese Dehydration hauptsächlich verantwortlich ist für einen Kater, neben dem Nervengift, das euer Körper gerade abbaut, heißt die Lösung Stay Hydrated. Schüttet euch das Wasser rein, als wäre es Gin Tonic und ihr werdet am nächsten Tag keinen ganz so fiesen Schädel haben und könnt früher wieder saufen gehen. Falls ihr am nächsten Tag noch lebt, wird es euch wahrscheinlich richtig schön scheiße gehen. Kopfschmerzen, Übelkeit und Schwindel sind nur einige der Blüten, die das Katerbouquet formen, mit denen sich Studenten aller Länder von mittwochs bis montags schmücken. Es gibt einige Dinge, die ihr tun könnt, um das Leid zu mindern, das ihr euch dank eurer eigenen Dummheit zugefügt habt. Ihr solltet euch allerdings von vornherein von dem Gedanken verabschieden, an einem Katertag Achterbahn zu fahren, Geburtshilfe zu leisten oder emotional tiefschürfende Gespräche zu führen. Da euer Körper durch Alkoholkonsum viel Wasser verliert, werden auch Salze ausgespült. Daher ist der Appetit auf Salziges am nächsten Tag enorm. Laugenbrezel, Salzstangen, Pizza, Rollmops, Avocado mit Salz und Pfeffer oder Brühe sind dazu geeignet, Salze nachzufüllen, sobald man wieder in der Lage ist, feste Nahrung zu sich zu nehmen. Alkohol zerstört außerdem Vitamin C und andere Vitamine im Körper. Daher ist es äußerst ratsam, am Tag danach Obst zu sich zu nehmen. Wer an Katertagen partout kein Obst runterbekommt, der kann auch den Saft einer Zitrone oder ähnliche Vitamin C-haltige Säfte trinken. Oder, und das wäre die schlechteste Wahl, die Vitamine in Tablettenform zu sich nehmen. Ebenfalls hilfreich ist alles, was den Kreislauf anregt. Also zum Beispiel Espresso, körperliche Bestätigung. Körperliche Betätigung oder eine kalte Dusche. Wenn ihr es aus dem Bett schafft, geht spazieren oder vielleicht sogar joggen und duscht danach ausgiebig. All das führt dazu, dass der Stoffwechsel in Gang kommt und somit der Alkohol schneller abgebaut wird. Es gibt übrigens auch natürliche Alternativen zur Kopfschmerztablette. Bei leichten Kopfschmerzen hilft es, wenn ihr euch Pfefferminzöl auf Schläfe und Nacken auftragt und einmassiert. Bei stärkeren Schmerzen kann ein Espresso mit Zitrone und Zucker helfen. Die Kombination aus Vitamin C und Koffein wirkt schmerzlindernd. Wenn das alles nicht hilft, versucht es doch mal mit einem Tee aus Weidenrinde. Den gibt es in jedem Reformhaus. Weidenrinde-Tee? Hört sich so scheiße an. Weidenrinde-Tee enthält Salicin, welches in synthetischer Form der Wirkstoff von Aspirin ist. Weidenrinde ist also quasi natürliches Aspirin und hat daher weniger Nebenwirkungen und ist für den Körper verträglicher. Ich sage es nochmal, der beste Trick gegen Kater ist, trinkt nicht so viel. Da man diesen Trick leider nicht immer befolgen kann, stellt euch wenigstens clever an. Mit unseren Tipps seid ihr gewappnet für Flatrate-Partys, Bierpong-Turniere und ganz besonders schlimm, Familienfeiern.